Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Heute möchte ich dir diese süßen kleinen Engel zeigen, die man hängen kann, die alleine stehen und die man auch toll beleuchten kann, wenn man eine LED-Teelichtkerze unten drunter stellt. Und dann glitzert es und funkelt das schön. Den großen Engel kennst du vielleicht schon aus meinem Kanal und ich zeige es mal in etwas dunkleren. Und so schön wirken dann die Engel. Sie werden nur aus Butterbrotpapier und Buchseiten gemacht, ein bisschen Verpackungspappe. Das war's schon. Und so einfach und schnell gehen die jetzt. Ich zeige es dir. So, was brauchen wir? Am einfachsten geht's, wenn ihr eine Schüssel habt, weil wir einen Kreis ziehen müssen und die hat einen Durchmesser von ca. 26 cm. Oder ihr nehmt einen Zirkel, das ist genauso. Irgendeine Verpackungspappe, ein Backpapier als Unterlage oder Brotpapier von der Rolle, eine Schere, Bleistift und ein altes Buch mit Liedertexten, ein Gesangbuch, egal was ihr habt. Am besten schön vergilbt, das sieht ganz toll aus. So, als Anfang nehmen wir einfach die Schüssel, ziehen uns einen Kreis auf der Pappe und schneiden diesen aus. Das ist das Erste. Nun falten wir den Kreis einmal in der Mitte und dann nochmal zusammen. Das gibt jetzt der Grund. Körper. So, und dann schneiden wir einfach mal die Knicke auf. So, da hatte ich schon mal Streifen angezeichnet für die Weihnachtssterne. Das kommt da nach innen. Und dann haben wir vier Teile. So. Dann nehmen wir das Backpapier als Unterlage. Und dann habe ich meinen Kleister im Glas, das habe ich euch schon ganz oft gezeigt. Der hält sich monatelang, einfach so ein Gurkenglas, Erbsenglas, egal. Drei Viertel mit lauwarmem Wasser voll machen, zwei, drei große Esslöffel ganz billigen Kleister hinein, durchrühren, stehen lassen, fertig ist das Ganze. Und das hält wirklich ewig in dem Glas. Und dann hat man immer was zum Basteln. Das brauchen wir noch einen großen Pinsel und jetzt nehmen wir uns die einzelnen Pappteile und am besten zum Heraustrennen von den Liedertexten, also ich finde es am schönsten mit den Noten, in Cutter und dann aufgeschnitten, weil dann hat man immer gerade Seiten und muss nicht nur mehr nachschneiden. Und kann das ganze Blatt benutzen. Da muss ich nochmal. Und das geht wirklich am besten mit dem Cutter. Könnt natürlich auch einen großen Cutter nehmen. Alles, was ihr zu Hause habt. Wenn nicht, dann müsst ihr das vorsichtig raustrennen und nochmal die Kanten nachschneiden. So. Jetzt haben wir die einzelnen Blätter. Wir kleistern die Pappscheiben gut ein. Das wird ja dann gerollt zum Körper und verbunden. Und dann legen wir die schön auf. So, nach dem Trocknen schneiden wir uns das noch ein bisschen zu. So, dann können wir noch mal eins in der Mitte durchschneiden. Setzen es an. Nochmal die Übergänge auch einkleistern. So ganz gut, wenn man nochmal oben drüber geht. So, und die kleine Ecke dann auch noch zumacht. So. Einkleistern, trocknen lassen. Und so machen wir alle vier Teile, weil dann haben wir gleich vier Engel.
Wie gesagt, nach dem Trocknen schneiden wir das dann aus. Jetzt kommen wir zum Kopf. Dann nehme ich einfach nur Frischhaltefolie, so 3-4 Stücke dann, und dann rolle ich mir einen Ball. Erstmal so den Grundball und dann überziehe ich den 2-3 Mal mit Frischhaltefolie, verdrehe es und dann ist ein Kopf fertig. Der wäre jetzt zu klein. Hier habe ich schon welche richtig schön fest. So, und dann nehmen wir wieder ein Blatt von unserem Buch. Ist auch noch ein Morgenlied, meine Herren. So, ich nehme ganz gerne einen Zahnstocher und piekse den schon mal rein, wenn es geht. So, dann kann man es eher festhalten. Und zum Trocknen ist es ganz praktisch. Stecke ich dann in einen Blumentopf oder in einen leeren Eierkarton. Wenn man mehr macht, dann nehme ich wahnsinnig gern so einen leeren Eierkarton und stecke das in die Erhöhung in der Mitte. Und dann trocknet das super. So, gut mit Tapetenkleister einstreichen. Dann kann man es ein bisschen kleiner schneiden. Ein Drittel vielleicht weg, ungefähr. Dann legt man es drüber hin. Drückt sich das fest. So. Ein bisschen um den Stiel verdrehen. Damit kann man dann nämlich prima den Kopf noch einkleben mit dem Zahnstocher. So, und außen drumherum auch nochmal einpinseln. Dann legt sich das richtig in Falten. Das weicht dann durch, zieht an und dann hat man so einen schönen Kopf. Dann braucht man auch gar keine Styroporkugeln oder so irgendwie was. So macht man dann seine eigenen Köpfe. So, dann mache ich jetzt die restlichen noch und das lasse ich trocknen. Wie gesagt, das stecke ich irgendwo ein. Jetzt kommen wir zu den Flügeln. Die gehen ganz einfach. Ich brauche 50 cm von dem Butterbrotpapier. Das lege ich mir immer so an. Dann mache ich einen Knick und schneide ihn auf. Und dann nehme ich die 50 cm und knicke sie in die Mitte. So, gut ausstreichen. So, und dann knicken wir sie nochmal nach oben. So, nochmal in der Mitte. Dann haben wir hier die offene Seite und dann lassen wir auf der offenen Seite etwa 6 cm stehen, 6 cm, und schneiden im Bogen nach vorne. Bogen, ihr könnt euch das anzeichnen mit dem Stift, und lassen da etwa 4 cm stehen. So. Dann machen wir es auf und schneiden die Flügel entzwei, dass wir dann zwei haben. So, und dann müssen wir jedes Teil in Falten knicken. Und zwar etwa 1 cm bis 1,5 cm breit. Von der Länge her gesehen. So, und immer gut ausstreichen, das ist wichtig. Können nachher noch mal drüber hinstreichen, aber so geht es dann. Einmal vorne, einmal hinten und dann die ganze Länge durch. Und wenn ihr gefaltet habt, um den zweiten dann zu falten und dass es nicht auseinander geht, nehmt einfach eine Wäscheklammer und macht es zusammen. Die brauchen wir dann auch wieder zum Verkleben. Und das machen wir jetzt erstmal für die Flügel. Wenn das hinten so ein bisschen ungleichmäßig ist, ist das gar kein Problem. Gerade abschneiden. Also gerade muss es sein, weil wir es da fixieren und dann eine Klammer drauf, dann springt das nicht auf. Und so können wir es dann auch verkleben. Und jetzt mache ich erst nochmal die anderen Flügel soweit fertig und dann fügen wir es zusammen, wenn alles getrocknet ist. So, die ganzen Flügel sind jetzt gefaltet.
Jetzt brauchen wir einfach wieder eine Verpackungspappe, ein festeres Stück, und dann schneiden wir einen Streifen ab von etwa 1 Zentimeter, also genauso breit wie die Falten sind. So, und dann schneiden wir etwa 5 cm lange Stücke ab. Ich lege das dann immer so aufeinander. Und da brauchen wir 8 Stück, weil wir 8 Flügel haben. Flügelteile. Jetzt kriegen wir das einmal in die Mitte. Festdrücken. Dann nehmen wir nun mal einen Flüssigkleber. Streichen das gut ein. So, nehmen wir den ersten Flügel und setzen es genau in den Knick, nehmen wieder die Klammer, machen es auch drauf und lassen das eine ganze Weile trocknen. Also eine halbe Stunde würde ich es liegen lassen. Das machen wir jetzt bei allen Flügeln und dann können wir zusammensetzen. So, es ist jetzt getrocknet, dann schneiden wir es einfach aus. Die anderen drei habe ich schon ausgeschnitten, einfach nur an der Pappe entlang. So, dann zeige ich das andere. Wenn ihr so einen Stanzer zu Hause habt, ich habe jetzt so einen Sternenstanzer, das sieht ganz toll aus, weil man da unten die Sterne reinmacht und dann kann man es dadurch ganz toll beleuchten. Ihr könnt natürlich auch mit einer kleinen Minischere ausschneiden und Muster reinmachen, das geht auch. So, dann ist es wichtig, dass ihr das ein bisschen in Form rollt, bevor ihr es verklebt. Das ist ein bisschen widerspenstig. Rollt es euch so lange, bis das wirklich passend ist. So eine Tülle, eine Spitze. Legt es euch gut übereinander. Weil wenn ihr es jetzt mit einem Kleber angebt, gerade mit Heißkleber, dann müsst ihr schnell arbeiten. Wenn es nicht so übereinander klappt, unten hier ist auch nicht schlimm, dann schneiden wir einfach ein bisschen nach. Macht euch da keinen Kopf. So. So stimmt's. Dann gebe ich, na, wollen wir denn heute nicht, Heißkleber an und klebe das zusammen. Aufpassen mit den Finger, wenn ihr Flüssigkleber nehmt, dann müsst ihr das ein bisschen fixieren. Mit Wäscheklammer, aber das würde ich hier auch empfehlen. Einfach eine Wäscheklammer dran und ein bisschen Druck drauf kriegen. So. Und dann mache ich jetzt alle 4 Hütchen fertig und dann geht's weiter. So, die Hütchen sind jetzt fertig. Kopf dran machen, ganz einfach. Wenn ihr oben also ein Löchelchen habt, dann ist das gut beim Zusammenfügen. Wenn da nur eine Spitze ist, dann minimal mit der Schere abschneiden. Gut Kleber angeben. So. Und dann einstecken. Richtig schön runterdrücken und der Kopf ist dann dran. Jetzt kommen wir zu den Flügeln. Die müsst ihr gut auseinanderbiegen. Wir haben hier eine spitzere Seite und eine stumpfere. Also ihr sucht euch einfach die schönste Seite aus und klebt jetzt erstmal flächig oberhalb von dem Pappeknick den Flügel direkt unter den Kopf. Oder so, wie ihr es schön findet. So.
eine Seite. Dann kommt die andere dazu. Aber nur bis zum Knick, komplett bis oben und dann ankleben. Jetzt habe ich gerade die falsche Seite erwischt. Ja, falsche Seite. Dann nehmen wir den nächsten, das kann erstmal trocknen. Wir brauchen nämlich jetzt erst die kürzere Seite, das seht ihr. Beim Knick hier, das ist eine lange Seite und eine kurze, die man anklebt. Und die kurze kommt nach oben. Und die kleben wir jetzt direkt unter den Hals. Muss dann noch ein bisschen in Form gemacht werden. Und dann guckt ihr, wie weit ihr die unteren Flügel haben wollt. Sollen sie so groß bleiben, wollt ihr sie noch so ankleben oder nur ein Stückchen, weil jetzt kann man also noch ein bisschen in Form schneiden. So, das liegt dann bei euch. Ich würde dann immer das, was abgeschnitten ist, auf die andere Seite anlegen. Und dann hat man die gleichen Teile abgeschnitten und dann kann man noch ein bisschen hier dran kleben, so wie ihr das gern hättet. Das müsst ihr ausprobieren, wie euch die Flügel am besten gefallen. Ich klebe sie nie ganz an, jetzt vielleicht noch mal einen halben Zentimeter, weil ich möchte sie dann gerne noch ein bisschen in Form ziehen, dass sie nach außen zeigen. So, einen Moment warten. So, und dann zeigen die nach außen, die kann man dann auch prima in vorn drücken. Durch die Pappe, die wir haben, kriegen wir da noch Volumen rein. Und jetzt mache ich die anderen erstmal fertig und dann machen wir noch ein bisschen was. Wem die Flügel jetzt noch ein bisschen zu groß sind, zusammengeklappt, einfach noch mal in Runde abschneiden. So einfach den zweiten, genau dasselbe, am besten den ersten auflegen, dann hat man die richtige Größe. So, dann machen wir es auseinander. Und wenn ihr die Einbuchtung noch mehr haben wollt, zwischen den zwei Flügelteilen kann man noch so eine leichte Spitze einschneiden. Das müsst ihr aber nachher alles ausprobieren. Das geht dann besser. Und jetzt zum Abschluss möchte ich ganz gerne noch so oben auf die Stirn sozusagen einen kleinen Stern kleben. Ups, weg ist er. Der nächste. So, ich finde das ganz knuffig. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch ein Gesicht aufmalen oder als Nase einfach nur so eine Perle einstecken. Am besten eine Stecknadel mit so einem schönen Köpfchen. Und dann wären sie fertig. Wenn ihr sie aufhängen wollt, dann einfach am Hals hindurch so einen schönen silbernen, dünnen Draht gemacht. Da kann man es ganz toll aufhängen. Ist besser als ein Fädchen. Und so sind jetzt die kleinen Engel fertig, die man auch mit so einer LED-Teelichtkerze ganz toll beleuchten kann. Einfach unten reingestellt und fertig. Machen wir ein bisschen das Licht aus und dann leuchtet es unten raus und flackert so ein bisschen. Und den großen Engel findest du auch bei mir im Kanal. Und dann hoffe ich sehr, die Idee hat dir gefallen. Du schaust wieder mal rein und wir basteln zusammen. Liebe Grüße und bis bald. Tschüss.